Von einem herben Rückschlag für die Demokratie spricht das Auswärtige Amt. Von einem politisch kalkulierten Angriff die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Am Mittwoch wurde der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu von einem türkischen Gericht zu einer Haftstrafe verurteilt und mit einem Politikverbot belegt. Und das 6 Monate vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2023. İmamoğlu gilt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten der türkischen Opposition im Wahlkampf gegen Macht. Machthaber Recep Tayyip Erdogan. Recht, Gesetz, Gerechtigkeit, skandieren sie. Noch während der Verhandlung haben sich die Menschen vor dem Rathaus Istanbuls versammelt. Die Empörung ist groß über das Urteil gegen den beliebten Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu. Schande über sie. Was für eine Schande. Das ist nicht gut für die türkische Republik. Wir sinken immer tiefer auf der Weltbühne. İmamoğlu bedeutet für mich Freiheit. Ich denke, dass sie diese Strafe verhängt haben, um zu verhindern, dass er Präsident wird. Ein Istanbuler Gericht hatte den 52-Jährigen zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 7 Monaten verurteilt. Zudem belegte es ihn mit einem Politikverbot. Er soll Mitglieder der Wahlbehörde bei den Kommunalwahlen 2019 öffentlich beleidigt haben. Er bestreitet das. Für ihn war schon vor Verhandlungsbeginn klar, dass es ein politischer Prozess ist. Dieses Gerichtsverfahren hat bewiesen, dass es in der Türkei keine Gerechtigkeit mehr gibt. Dieser Fall wird von Leuten verhandelt, die Werte wie Gerechtigkeit und Demokratie nicht in der Türkei haben wollen. In Wirklichkeit ist dies ein Fall, der schamlos von Leuten beeinflusst und entschieden wurde, die alles für sich beanspruchen und sich selbst als den Staat und die Nation sehen. Der volksnahe İmamoğlu gehört der kemalistischen CHP an, der laut Umfragen stärksten Oppositionspartei. Er gilt als potenzieller Herausforderer und Angstgegner von Präsident Erdogan bei den für den 2023 geplanten Wahlen. Nach dem Urteil scheint das jetzt nicht mehr möglich. Doch er gibt sich zuversichtlich und siegesgewiss. Ich möchte Ihnen ein Versprechen geben. Das Jahr 2023 wird großartig werden. Denn solange das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, kann İmamoğlu sein Amt weiter ausüben. Und seine Anwälte haben bereits angekündigt, in Berufung zu gehen. DW-Korrespondentin Julia Hahn erreichen wir in Istanbul. Julia, wir haben es gerade gehört, das Urteil kann angefochten werden. Wie wahrscheinlich ist es, dass es aufrechterhalten wird und was würde das für die bevorstehenden Wahlen bedeuten? Berufungsverfahren in solchen Fällen dauern normalerweise 1 bis 2 Jahre, das sagen uns Anwälte. Es sei denn, in diesem Falle wird der Prozess jetzt erheblich beschleunigt. İmamoğlu's Team sagt ja ganz klar, das war nicht die Entscheidung unabhängiger Richter, sondern ein politisches Urteil. Das Urteil einer Justiz, die schon seit Jahren auf Wunsch und Drängen der Regierung Erdogan agiert. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Berufungsgericht dieses Urteil aus erster Instanz bestätigt. Die Frage ist, wann? Denn derzeit könnte İmamoğlu theoretisch noch antreten als Präsidentschaftskandidat, wenn seine Partei und die anderen Oppositionsparteien ihn dabei unterstützen. Es wäre allerdings sehr riskant, denn wenn das Berufungsgericht das Urteil dann vor den Wahlen im Frühsommer 2023 bestätigen würde, auch das Politikverbot, dann wäre es natürlich aus mit der Kandidatur und İmamoğlu müsste auch das mächtige Istanbuler Bürgermeisteramt aufgeben. Wie reagiert denn die türkische Bevölkerung auf das Urteil? Also viele Menschen, mit denen wir hier in Istanbul gesprochen haben, die empfinden dieses Urteil gegen ihren Bürgermeister als extrem ungerecht. Die sind wütend und sauer. Einmal, weil sie sagen, das, was İmamoğlu da als angebliche Beleidigung vorgeworfen wurde, das sollte eigentlich unter freie Meinungsäußerung fallen. Also sie sehen die Straftat überhaupt nicht und sagen deshalb, man versuche, ihm da irgendwas anzuhängen, ihn als möglichen Gegner von Präsident Erdogan aus dem Weg zu räumen. Denn İmamoğlu hat es ja schon mal bewiesen bei den Kommunalwahlen hier 2019, dass die AKP von Erdogan auch zu schlagen ist. Andere erinnern an zum Beispiel den kurdischen Oppositionspolitiker Selahattin Demirtas, der seit jetzt mittlerweile 6 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis hier sitzt wegen Terrorvorwürfen, obwohl ein internationales Gericht seine Freilassung fordert. Und gerade wegen diesem großen Unrechtsempfinden hier in Istanbul sagen viele, sie denken, das könnte jetzt auch der Opposition helfen und ihr weiteren Zulauf verschaffen.
Wie sieht denn generell der Zuspruch für Präsident Erdogan und seine AKP aus, 6 Monate vor der Wahl? Also die Umfragewerte von Präsident Erdogan, die haben sehr gelitten. Das liegt vor allem an der miserablen Wirtschaftslage hier im Land, vor allem an der hohen Inflation. Wir haben offizielle Inflationsraten von mehr als 80%. Das macht den Leuten extrem zu schaffen. Die Armut ist gestiegen. Erdogan selbst kommt bei den Zustimmungswerten derzeit auf um die 45%. Das ist nicht besonders viel für jemanden, der schon auf um die 70% gekommen ist. Und viele Beobachter gehen davon aus, dass Erdogans regierende AKP und ihre Partner von der ultranationalistischen MHP im nächsten Jahr die Parlamentsmehrheit einbüßen werden. Aber trotz allem muss man sagen, Erdogan ist nicht umsonst 20 Jahre an der Macht. Ihm stehen alle Machtmittel zur Verfügung. Und deshalb sagen Analysten, es ist wichtig, dass die Opposition jetzt geschlossen auftritt, auch clever mit dieser Krise um den Istanbuler Bürgermeister umgeht und möglichst bald einen starken Kandidaten, eine starke Kandidatin gegen Präsident Erdogan aufstellt.